Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Handelswoche und einem neuen Tipp der Woche. Unsere Empfehlung heute ist Symrise. Während viele zyklische Werte in der vergangenen Woche zuletzt deutlich unter Druck standen, hat sich bei Symrise ein Aufwärtstrend ausgebildet. Die Aktie profitiert heute von einer neuen Studie von Morgan Stanley. Die Experten haben das Kursziel von 114 auf 122 Euro angehoben. Zuletzt hat bereits auch die Deutsche Bank das Ziel noch einmal auf 125 Euro angehoben. Das Management hat zuletzt signalisiert, dass die Geschäfte bei Symrise gut laufen. Auch charttechnisch hat sich das Bild deutlich aufgehellt. Wir sind jetzt im Bereich des Märzhochs und wenn wir auf den längerfristigen Chart blicken, sehen wir, dass das Bild jetzt eben sehr spannend ist. In einem Umfeld, in dem eher defensive Werte gefragt sind, läuft die Symrise-Aktie jetzt wieder in den Bereich der Hochs, im Bereich knapp über 110 Euro, die wir in den vergangenen 2 Jahren mehrfach getestet haben. Und sollten wir jetzt mit dem Schwung der positiven Studien, mit den gut laufenden Geschäften über diese Marke hinausgehen, dann könnte es schnell in den Bereich der Hochs von Ende 2021 im Bereich 130 Euro gehen. Das sind bei der Aktie rund 15% Potenzial und wer das Ganze noch etwas spannender haben will, der setzt auf einen Turbo Bull, um den Hebel anzusetzen. Hebel 3,1 hat aktuell einen Kurs von 3,70 Euro. Da sehen wir ein Potenzial von 40-50%, wenn unser Szenario aufgeht. Den Stopp würde ich dabei bei 3 Euro setzen. Blicken wir jetzt noch einmal auf die Empfehlung der vergangenen Woche zurück. Das war Hewlett-Packard Enterprise. Die Aktie hatte zuvor starke Zahlen geliefert, war daraufhin bereits angesprungen. Und wir sehen es hier im Chart. Der Aufwärtstrend hat sich fortgesetzt. HP Enterprise konzentriert sich auf Server- und Storage-Lösungen etwa und profitiert natürlich davon, dass gerade Tech-Aktien in den USA sich zuletzt von den Standardwerten gelöst haben, überperformt haben und das sieht man eben auch hier. Und entsprechend positiv hat sich das Produkt entwickelt, das wir in der vergangenen Woche vorgestellt hatten. Empfehlungskurs waren 5,73 Euro. Inzwischen notieren wir deutlich höher, 7,31 Euro und wir sehen durchaus noch mehr Potenzial bei dem Turbo Long. Wir ziehen den Stoppkurs jetzt auf 6,30 Euro nach. Damit sind 10% Gewinn sicher und mit der restlichen Position kann man aber weiter auf steigende Kurse setzen, kann man darauf spekulieren, dass eben die Tech-Stärke weiter anhält und dafür ist HP Enterprise eben eine der stärksten Aktien, eine richtige Wahl. Ich wünsche Ihnen mit beiden Produkten viel Erfolg, gute Kurse in dieser Woche und dann sehen wir uns kommende Woche wieder mit einem neuen Tipp der Woche. Bis dahin.